So, sind wir schon bei 9 Minuten. Oh. Scheint zu funktionieren im Moment bei YouTube. Oh, siehst du, genau nach 10 Minuten kommt sehr wahrscheinlich jetzt ein Platz endlich. Ja, 10 Minuten und 30 Sekunden hat es jetzt gedauert. Für ein Match. Ist geil. Ah, das müssen sie ändern, Alter. Das ist viel zu lang. So, jetzt spiele ich 5 Minuten, dann bin ich wieder fertig, weil ich da Blatt gemacht habe. Da kannst du ja mal in den Livestream reingucken. Ja, dein Internet ist dafür nicht stark genug. So, die haben den Alarm ausgelöst. Das geht jetzt schön ab, Alter. Oh je. Yeah.
muss ich erstmal heilen, Alter. Ja, das war's schon. Das ganze Team ausgelöscht schon. Mach ich doch. 4 Minuten gebraucht. Ah, Predator spiele ich wirklich gut, ey. Das war's schon mit den ganzen. Ich bräuchte mal wirklich ein forderndes Team, Alter. Da laufen nur Äpfel rum, Alter, in dem Game. Ist aber irgendwie strange, wenn ich Predator spiele, habe ich nur Äpfel als Gegner, ja? Und wenn ich dann als Feuerteam spiele, also als Soldat, ja, dann habe ich Äpfel als Predator. Also es ist egal, wie ich es drehe, ja? Das ist... Ich hatte, glaube ich, 1 bis 2 Mal wirklich ein Team gehabt, da bin ich einfach kaputt gegangen. Ging nicht, ne? Ich habe auch, also als Predator, also Predators hatte ich schon öfters mal Leute, die wirklich gut gespielt haben. Da hat das Match kaum angefangen, da war der ganze Trupp schon völlig kaputt, ja. Ah, die sind dann aber auch wirklich hinterlistig, ja. Die gehen nicht auf Agro, die versuchen taktisch zu spielen halt, ne? Bei mir ist es so. Ich versuche weitestgehend schon taktisch zu spielen, aber wenn ich die Gruppe auf einmal habe, dann versuche ich so schnell wie es geht, sie alle wegzuhauen. Ja, hast du ja gesehen, ne? Egal. Was denn? Ja, na klar. Eine Switch habe ich, ja. Ich hab's nicht. Tja. Ja, verständlich. Na, kannst du mal sparen, ey. Ich glaube, so günstig wird die nicht. Die Vierer war zu Release billiger.
Ich hatte damals die Vierer günstig gekriegt. Ich hatte ja über den GameStop hatte ich ja hatten sie ja dieses Angebot gehabt, wenn du deine PlayStation 3 ja in Zahlung gibst und so. Und da hatte ich die abgegeben mit glaube ich über 10 Spielen oder so, habe ich die abgegeben und 3, 4 Controller. Und da hatte ich glaube ich für die Vierer knapp 100 Euro noch bezahlt nur. Bei Release. Ja, war mega. Mir. Weg mit der Scheiße. Neue hin, altes weg. Ja, richtig. Ja. Die hat ja auch die Leistung wie die Pro schon von Anfang an. Ne? Ja. Das Einzige, womit ich mich nicht anfreunden kann, ist der Controller. Er geht mir. Der ist mir zu Xbox-lastig, ey. Okay. Den Controller, ja. 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 Der neue, was weiß ich, der hat ja auch keinen Share-Button mehr. Der heißt anders. Den haben sie umbenannt. Ich weiß nur, ich weiß es. Der Knopf, der heißt jetzt nicht mehr Share, sondern der heißt Create. Weil du damit nicht nur teilen kannst mit diesem Knopf, ja, wie jetzt ein Livestream oder Bilder oder Videoaufzeichnungen. Sondern Create heißt du erschaffst quasi Dinge. Was weiß ich, keine Ahnung. So irgendwie haben sie das erklärt, ja. So irgendwie, keine Ahnung. Also soll schon einiges geändert werden in der Grundfunktion von dem Controller. Ich bin mal gespannt, wie sie jetzt letztendlich aussieht, ja, weil über dieses Aussehen wird ja wirklich diskutiert und Xbox hat ja mittlerweile, also beziehungsweise Microsoft hat ja die Xbox ja schon vorgestellt, wie sie aussieht, ja, und bei Sony, die sind sowas von, ja, wie soll ich sagen, die rücken mit der Sprache nicht raus, ja. Wie Wischmob. Das glaube ich. Ja, ich warte und warte und warte. Schon wieder 6 Minuten. Rein theoretisch hätte ich ja in 4 Minuten einen Match. Keine Ahnung. Bis jetzt hat es immer so nach 10 Minuten knapp
knapp 10 Minuten gedauert, immer. Das ist schon ziemlich nervig, das Pimmeln. Gestern ist sogar noch Predator im Fernsehen gelaufen, ne? Die Nacht. Also Wiederholung. Naja. Habe ich aber auch nur den Schluss nur mitgekriegt. Ja. So, hopp, wird Zeit. Ah, da will jemand was trinken. Ist ja sehr kreativ. So, jetzt ist es schon wieder 10 Minuten her. Halt die Fresse. So, dann machen wir nochmal ein Match und dann machen wir nochmal 4 Minuten und dann warten wir nochmal 10. So sinnlos. Als Feierteam, da hätte ich in der Zeit schon 10 Spiele gemacht. Ja, das müssen sie fixen, Alter, dass das besser geht. Das ist. Ich glaube, das liegt nicht daran, dass nichts da ist. Dieses System ist einfach bei Predator, ich weiß nicht, sucht nicht richtig. Keine Ahnung. Weil es steht ja unten drunter, steht ja immer die voraussichtliche Wartezeit, ja? Da ist es bei, sind wir so bei 5 Minuten, 4 bis 5 Minuten voraussichtliche Wartezeit. Und es geht ja übers Doppelte hinaus. So, stimmt was nicht.
Was zu machen, Alter? Schon schlaf ich ein. Ugh. Naja, gut, Match ist gefunden nach 11 Minuten. Top. Ja, so wie ich spiele, habe ich nur 4 Minuten Spaß. Ja. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. 1,5 Stunden in der Warteschlange und 2 Minuten fahren, fertig. Das sind immer Amis, Alter, verstehe ich gar nicht. Gibt's keine. Die Jagd beginnt, ja, was ist los? Ah, okay. So, geht's ab. So. Okay, erstmal meinen Kombi-Stick rausgeholt. Na, okay, hab's schon lokalisiert. Ich glaube, die haben mich gesehen. Ja, das Feuerteam ist schon da. Fuck. Da sind sie, Alter, zu viert. Die Eierköpfe. Kommt nur. Ich geb einen Moment, da fick ich euch alle. Wie sie oben auf den Baum schießen, weil sie denken, ich bin oben. Ich kann selbst aufstehen. Oh, die sind gut. Die sind wirklich gut. 3 Stück umgehauen und der 4., den konnte ich nicht umhauen.
Ja, tot, ich hab's umgelegt. Ah, sie haben mir die Maske aber zerschossen. Ja. Waren besser, ja. Definitiv. Sind auch gerade irgendwie am Sprechen. Ich glaube, die verfluchen mich gerade. Zwei Trophys gekriegt gerade. Mal gucken, was ich da gekriegt habe. Ah. PlayStation, echt. So, Ehre der Tradition. Was haben wir denn, naja. Oh, das ist krass. Da hat sich ein Bug eingeschlichen. Ich habe ein Trophäe gekriegt für töte ein ganzes Feuerteam nur mit Armklingen. Habe ich aber nicht getan. Ist halt buggy entstanden, aber ist egal. So, das ist nämlich auch so ultra selten sogar die Trophäe. Krass. So, was habe ich hier stehen? 6.5. Mal gucken, war da noch irgendeine. Sechster, fünfter. Da haben wir sie doch. Zu früh gefreut. Ah ja, zerstöre, töte das gesamte Feuerteam, obwohl deine Biomaske zerstört wurde. Aha. Das musst du überlegen, ich habe schon 20 Trophäen in dem Spiel hier jetzt gesammelt und bin immer noch unter 50%. Es gibt mies viele Trophäen in dem Spiel, obwohl es nur Multiplayer ist. Ah, Mann. Irgendwas habe ich freigeschalten, aber ich weiß wieder mal nicht was. Ja, das ist auch noch ein bisschen buggy, wenn du angezeigt kriegst, irgendwie du hast was Neues und dann bist du am Suchen und findest es nicht und... weil sie es nicht wollen. Die wollen es nicht ändern.
so nervig, Aber ich könnte wetten, ich weiß, was es ist. Das ist bestimmt eine Tarnung für die Gatling Gun, die ich noch nicht freigeschalten habe. Das ist das einzige nämlich, was ich vermute, dass das ist. Wann schalte ich die denn überhaupt frei? Ah. Level 68, ja, dann bin ich noch nicht mal so weit davon entfernt. So, komm, noch eine Runde Feuerteam geht. Voraussichtliche Wartezeit 40 Sekunden. Ja, siehst du, schon gefunden. Binnen von 15 Sekunden. So muss das sein. Und nicht als Predator 11 Minuten warten, ne? Das ist ja schlimmer wie DBD. Das ist ja schon hässlich. Erlebt der Scuff überhaupt noch? Ah, so ruhig. Ist da ein Zuschauer? Ist da Franzi, du bist ja nicht zufälligerweise drin, oder? Ah, typisch. Einige Guerillas haben einen Investor gefunden, der in Goldbarren. Guckst du über die Blazy oder was? Solange der Markt schwankt, ist Gold unglaublich wertvoll. Kannst du vergessen, die musst du über YouTube direkt machen. Das ist bei PlayStation buggy. Das ist einlegen, bei dem wir die Barren gegen Fälschungen austauschen können. Wenn alles glatt läuft, glauben die Guerillas, dass sie hintergangen wurden. Und egal wie das auch. So. Im Pixelig. Abgesetzt. Viel Erfolg. Aha.
ein Schlammbad. Modo 1, hier ist Zeus. Ich schicke euch zu einem Warenlager an einem Güterbahnhof. Alter, immer einschlammen, das weiß das weiß ich jetzt schon, das geht schief. Gut für uns. Also los. Die sich nicht einschlammen, dann ist schon gleich verloren, ey. Ich weiß, wie Predator tickt, ja. Spielen oft genug. Neu einschlammen. Höchster Alarmstufe für alle Lager in der Umgebung. Eindringlinge wurden gesichert. Sie wissen, dass wir hier sein. Hoffen wir mal, dass wir uns nicht finden. Die Kisten sind elektronisch gesichert und lassen sich nur per Fernzugriff öffnen. Bringt mich zu einem Terminal. Ich glaube, das waren alle. Ah, die Scar, die hat ja richtig Wumms, ne? Ah, da ist der Predator schon gelaufen. Hä? Wie bin ich jetzt außer Gefecht gesetzt worden? Ach, pass gefälligst auf, ich blute. Jedenfalls nicht heute. Leute, passen. Remote-Zugriff wird hergestellt. Haltet euch bereit. Wir brauchen einen Moment, um die Verschlüsselung zu umgehen. Ah, Predator hat sich geheilt, ja. Feind markiert. Ist schon einer gestorben bei uns. Komplett. Ja, es geht schneller. Geht er auf den nächsten drauf. Ja, das war's. Einer lebt, das war's. Ihr würdet mir nie glauben, was da draußen lauert. Ha, ich würde mal schnell rennen, mein Freund. Du bist der einzigste Überlebende. Muss Verstärkung rufen. Predator kommt schon. Er ist schon hinter dir. Wie kann man so dumm, stur an diesem Gerät stehen und Verstärkung rufen, wenn man angehittet wird? Da muss man doch schon wirklich geistesbehindert sein. Ja gut, okay. Er nennt sich ja auch Türkei, also ja, es ist ein Türke, ja. Ein Türke kann nicht spielen. Das Ganze vergessen. Siehst du? In 4 Minuten waren wir auch tot. Das war jetzt zum Beispiel ein guter Predator. Ne? Tolle Wurst.
rein. Oh, probieren wir noch eine Runde. Kann nur schief gehen. Da war einfach eine Kackrunde. Ich wusste das schon beim Beginn. Das ist so ein geiles Feeling, wenn man von Anfang an weiß, du verkackst. Wunderbar, 30 Sekunden hat es gedauert, da hatte ich schon ein Spiel. Wisst ihr mal. Ein hohes Tier von Stargazer soll sich raus in den Dschungel gewagt haben. Das ist die Gelegenheit, ihn auszuschalten. Die Infos sind zwar zuverlässig, aber wir wissen nicht, um wen genau es sich handelt. Wir geben euch einen KI-gesteuerten Stimmregler mit, der eine Funkübertragung fälschen kann. Sobald ihr ihn damit herausgelockt habt, schaltet ihn aus und nehmt sein Sicherheitstoken an euch. Gelangt. Ein wichtiges Radarlager für die Kommunikation von Stargazer. Dort werden wir anfangen. Los, ausrücken. Schon wieder zwei Leute, die sich eingedingst haben. Kann ich wieder kotzen, ey. Das ist so wichtig am Anfang. Predator ist schon da. Wir hören schon diesen Wichser. Ja.
Zündet ein Funkgerät und setzt den Stimmregler daneben. Die KI macht dann den Rest. Die KI nimmt Stimmen auf, die übertragen werden. Das wird ein bisschen dauern. Sorgt dafür, dass sie keiner dabei stört. Ah, die ist so krass, Alter, die ist gar. Predator ist auch schon am Leben. Behalte Feinde gesichtet. ...77% Genauigkeit. Das muss reichen. Findet ein offizielles Kommunikationsterminal, um die Nachricht zu senden. Er hat den Köder geschluckt. Hier sind die Koordinaten seiner Position. Sie werden sich wundern. Was ist mit den Jungs los? Alle zugekokst, glaube ich. Das ist er. Erledigt ihn und nehmt seinen Sicherheitstoken. Und gebt das Passwort vom Token ein. Löscht ihn dann aus dem System. Ich markiere den Ort für Verstärkungen. Ich mach das. Haltet mir den Rücken frei. Sieht aus, als wäre seine Abwesenheit aufgefallen. Feinde im Anmarsch. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Ich brauche einen Sanitäter. Nachschub. Was wir haben.
Jawohl, Predator da umgelegt. Fertig, Feier oben. Alter, hat gar keine Chance gehabt dabei. Er konnte nicht mal seinen Selbstzerstörungsmechanismus aktivieren. Müssen wir nur noch die Leiche beschützen. Aber nicht viel übler. Die Zahlung erfolgt. Keine Chance. Keine Chance gehabt, der Knecht. Ah, er hatte Fehler gemacht. Er ist ins Gebäude rennen. Bup, 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 aufs Maul, fertig. Für uns, ja. Oh, ich habe ihn sogar gekillt. Ich habe ihn als Kill gekriegt. Oh, da habe ich jetzt gerade gut viel freigeschaltet. So, es fehlt nur noch mein erweitertes Magazin. So, noch eine Runde geht. Also wenn du jetzt noch mal gucken willst, jetzt ist die Chance. Mal kurz den Wecker stellen nach.
Am besten gibst du meinen Namen ein. Ich guck jetzt nochmal, Mr. Bar. Ja, On Air steht da, also ich müsste eigentlich drin sein. Guerilla-Streitkräfte kaufen große Mengen Treibstoff von einem mysteriösen Schwarzmarkthändler. Findet die Treibstofflager und jagt sie hoch. Das sollte den feindlichen Operationen für die vorhersehbare Zukunft einen Riegel vorschieben. Bitte? Hast gefunden? Odo 1, hier ist Zoll. Begebt euch zu Wegpunkt Alpha und lokalisiert die letzte Treibstofflieferung. Boah, ist doch völlig okay eigentlich. Gerade mal die Wildsau abgeschlachtet hier. Immer so lang laufen, ey. Immer mal um Keks, ey. Wir haben bestätigten Feindkontakt im Gebiet. Alarmiert alle Lager und bleibt in Kontakt. Die wissen, dass ihr in der Nähe seid. Geht in Deckung. Oder etwas Ähnlichem, mit dem wir bestätigen können, dass das die Tanks sind, die wir suchen. Wurde schon außer Gefecht gesetzt, einer. Sieht aus, als hätte sich die Situation verschärft. Bleibt in Bewegung und trennt euch nicht. Feuerteammitglied gefallen, setzt die Mission fort. Und wurde getötet. Was ist so pixelig? Predator, fast habe ich ihn weg. Dann geh mal aus dem Weg. Ist er lang. Suchen. Nee, das pack ich nicht mehr. Hab Selbstzerstörung. Hau ab. Ist auf eurer Karte markiert. Schnell, pack ich. Wir uns. Boah, gerade noch so geschafft. Außen. Ja, halt übelster Radius. Aber das ging jetzt ja doch ein bisschen zu schnell. Noch eine Runde machen. Ja, Predator, hast du die Rechnung ohne den Dip gemacht hier? Den Predator-Kill habe ich nicht mal gezählt gekriegt. Ah, gut, er ist ja nicht gestorben. In dem Sinne hat er sich ja selbst umgebracht. So, machen wir noch eine Runde.
Eine Runde geht. War jetzt ein bisschen zu flott. So, bin ich mal gespannt. Müsste ja jetzt direkt losgehen. Ah, die Matchsuche dauert eigentlich jetzt schon wieder zu lang. Nochmal kurz abbrochen, nochmal neu. Ah, siehst du, geht doch. Platz wird reserviert, steht da schon mal. Verbindungsaufbau. Jo. Match gefunden. So. Einer unserer Agenten ist zu Stargazer übergelaufen, mit Unmengen sensibler Daten im Schlepptau. Er befindet sich aktuell spielt, in einer Stargazer-Einrichtung, zweimal aber NG. Wir kommen nicht an ihn ran. Ihr sollt ins Feindgebiet eindringen und den Abtrünnigen aufspüren, bevor er dem Feind alles preisgibt. Einsatz tödlicher Waffengewalt ist gestattet. Wo du eins, hier spricht Zeus. Folgt den Koordinaten bis zum Stargazer. Schon wieder nicht eingeschleimt. Dann auf weitere Befehle. Und dann wundert man sich, warum der Predator halt da hinten hat, der ist jetzt eingeschleimt. Platziert die Sprengladungen und zerstört die Tür. Euer Team, Feinde unterwegs. Schaltet sie aus. Feindkontakt! Wir haben Eindringlinge im Gebiet. Schießt auf alles, das sich bewegt. So wie sich deren Funk anhört, riechen sie den Braten. Seid vorsichtig. Ja! Deck mich! Löst Alarm! Na also, komm her. Magazinwechsel! So, warte noch mal, bis die Tür aufgesprengt ist. Feind markiert! Ab jetzt die Profis, Leute. Keine Anfängerfehler mehr.
Macht das Ziel kalt. Schnappt euch alles, was geht, damit sie es verstehen. Niemand legt sich mit uns an. Brauche Deckung. Zerstört die Server. Wenn es ihnen eine Lektion sein soll, muss es schießen. Server zerstören. Wir haben die Daten analysiert. Im Netzwerk von Stargazer existiert ein Admin-Schlüssel mit jeder Menge hochrangiger Berechtigungen. Ich schicke euch zu einem anderen Lager und sind da eine Idee gekommen. Nochmal einschlammen. Weiter geht's. Muss beim Team bleiben. Wenn der mich hier wegsnackt. Alleine ist immer kacke. Muss immer gucken, dass du im Team bist. Der andere wartet schon auf mich. Oder macht nichts, ja. Verschafft mir Zugriff zum Terminal. Ich will was ausprobieren. Nichts zu sehen hier. Ah, Predator habe ich schon wieder gehört, ey. Passt auf mich auf! Ja, wir haben Zugriff auf fast alles. Jetzt brauche ich Zugang zum Setcom. Scheiße, der Alarm wurde ausgelöst. Achtung, Voodoo 1, Feinde im Anmarsch. Feind gesichtet. Helft mir! Reibt euch mit dem Scheiß ein! Mist, so nah dran, ihre Systeme lahmzulegen. Sicherheitsmaßnahmen haben den Strom abgestellt. Startet den Generator. Alle Feinde neutralisiert. Haltet die Stellung bis zum Schluss. Kommen noch genug Gegner. Feindliche Interferenz hat sich erzielt. Schon mal sauber aus. Brauche erste Hilfe. Saubere Mandaten hier. Das mit dem Ducken üben wir noch. Ja, haben wir es schon geschafft. Geht's schon Richtung Ende. Abhauen. Mission abgeschlossen. Auf zum Heli. Ich warte, bis die anderen kommen. Voodoo, ein weiteres Ziel befindet sich wohl in der Nähe. Liegt an euch, ob ihr euch einen Bonus verdienen wollt. Optionales Ziel. Wo ist es? Gehen wir holen. Gibt mehr Punkte.
Der Predator ist im Moment noch zu ruhig. Gefällt mir nicht. Der Geier da am Schluss. Deckt mich! Alter, das sind 400 Meter. Kurz eine Spritze rein. Die anderen sind viel zu weit weg, ey. Ich muss warten. Die chillen da hinten zu extrem. Gut, jetzt kann ich. Dann sind sie. Augen auf, Leute! Hier gibt's Muni! Feuerteam! Bin unterwegs dort! Eine versucht zu fliehen! Haltet sie auf! Heli kommt schon. Macht euch bereit. Hör den Heli. Guerilla im Gebiet. Ich glaube, das ist ein neuer Rekord. Also, der Predator war ja mal von AFK. Da ist er ja. Eierkopf. Tja, war wohl nix. Gute Arbeit, Mudo. Ich schulde euch allen einen Drink. Alter, hat ja gar nichts gemacht, Alter. Da war einfach nur stupide die Mission gemacht und fertig. So, gut. Öffnen wir mal noch die Kiste hier. Tja.
Waffen ist der schwerste. So, da haben wir alles. So, das haben wir. Magazin, erweitert das Magazin. Oh, Scharfschützengewehr. Tarnung gekriegt. So. Gut, alles klar. Dann mache ich mal da einen Cut. Hast du jetzt überhaupt was gesehen, großartig?